So, ihr Lieben, hier ist ja Daniel von Folge Deinem Herz und heute mit meinem Homie in the house, I Can, Mr. I Can. So sieht's aus. Und wir sind hier im Social Lab. Wir haben hier ein bisschen Deko gemacht, sieht ganz schön aus. Und ich habe ein paar Fragen an den I Can und möchte die natürlich mit euch teilen, weil ihr vielleicht daraus auch, was ist vielleicht mit großer Sicherheit, Mehrwerte für euch mitnehmen könnt. So, und eigentlich ist das mal das Erste, stell dich erstmal bitte vor, bevor ich dir überhaupt Fragen stelle. Okay. So unhöflich von mir. Sorry. Sag mir das mal. Ja, ja. Ja, ich bin der Aykan, ich bin 27. Was mache ich? Ich bin eigentlich von Haus aus Chemieingenieur. Ganz andere Richtung eigentlich. Habe seit jetzt 2 Jahren sehr aktiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und mich so. Was habe ich denn ausgegeben, wenn ich das mal so grob sagen darf? Knapp. Also 5-stellig habe ich ausgegeben, wirklich, um mich weiterzubilden. Und habe jetzt so mein eigenes Projekt gestartet, mit dem ich jungen Menschen helfe, so ein bisschen den Start ins Leben zu finden, sozusagen nach der Schule, sage ich mal, ihre Bestimmung zu finden, etc. Genau. Cool. Ja, das mache ich so. Also, da kommen wir eigentlich schon zur ersten Frage, die ich dir stellen will. Und zwar, kennst du den Begriff schon ZDE? Ja. Okay, für euch alle anderen, das bedeutet Zweck der Existenz. Ja? Meine erste Frage ist, hast du deinen Zweck der Existenz schon gefunden? Wenn ja, möchtest du den mit uns teilen? Und wenn nein, was machst du dafür, um ihn zu finden? Erstmal weiß ich gar nicht, ob man so pauschal beantworten kann, weil ich finde, im Laufe des Weges findest du immer mehr Zwecke, wofür du da bist. Aber es gibt halt einen, wo ich sagen kann, da ist... Der gilt immer und das ist halt einfach, ich bin da und ich sehe es einfach als, also ich sag mal den Leitspruch, einen, den ich habe, ist, wenn du ein Leben lebst und es ein anderes besser wird, ist es ein vergeudetes Leben. Das heißt, das kann ich auch auf meinen Tag unterbrechen. Also wenn ich nicht einen Tag habe, wo ich einem was Gutes tue, dann war es ein vergeudeter Tag. Und das ist für mich vielleicht im Prinzip der Grundzweck, aber der kann sich ja in verschiedenen Formen wieder darstellen. Also im Moment ist es, oder das ist im Moment, jetzt habe ich halt das Projekt, wo ich jungen Menschen helfen will, weil mir die Hälfte in der Hand gefehlt hat. Das heißt, ich bin den Weg gegangen und möchte einfach nicht, dass jemand die gleichen Schwierigkeiten hat. Das heißt, ich biete eine Möglichkeit zu helfen, da wo Schwierigkeiten sind bei jungen Menschen. Und das ist vielleicht jetzt im Moment so der Zweck, der bei mir jetzt im Fokus steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das mit der Zeit auch in abgewandelter Form darstellen würde. Okay. Das heißt, also meine Frage ist speziell darüber, das hat ja viel mit Gedanken gerade zu tun, was du erzählst. Ja. So gefühlt. Ja. Aber ich meine jetzt mit dem Thema Spüren. Was spürt, also wie kannst du das definieren, dass du weißt, das ist der Zweck der Existenz, dass du sagst, jetzt anderen zu helfen. Okay. Kannst du das Gefühle irgendwie oder Beispiele ausdrücken, sozusagen? Okay. Ja, also wenn du dir Tag und Nacht einen Abrack hast, also was habe ich, telefoniere mit Leuten um 3 Uhr, die sind auch genauso verrückt, die sind um 3 Uhr auch noch wach und um 3 Uhr noch ein Buch zu lesen, obwohl du keine Ahnung, total kaputt bist, aber du weißt, ich brauche jetzt morgen das Thema für die Person, weil ich mit der reden werde und der helfen will. Und dann lese ich mir noch ein Buch durch, um zu sagen, okay, das ist der Input, den ich brauche, damit ich dieser Person morgen helfen kann vielleicht, weil ich mir dazu vielleicht noch nicht so großartig Gedanken gemacht habe. Dass du, keine Ahnung, wie gesagt, ich gebe 5-stellige Beträge aus, um mich weiterzubilden. Das ist nicht nur für mich. Klar, ich wachse dadurch, aber ich kann dadurch auch mehr Leuten helfen. Also es ist nicht so, ich mache das, damit ich irgendwie... sage, ich habe ein schönes Wochenende gehabt, ich habe ein schönes Event gehabt oder was auch immer, darum geht es nicht. Es geht darum, ich nehme was mit, damit ich das weitergeben kann. Also sei es jetzt meine Kinder oder andere Kinder, spielt keine Rolle, aber ich mache das, damit ich was weitergeben kann. Und wenn du bereit bist dafür, halt, wie gesagt, Geld, Zeit und Energie zu opfern, E-Mail. Und also wenn du bereit bist dafür, Geld, Zeit und Energie zu opfern, wo du vielleicht im ersten Moment nur, ich sag mal, nur Wissen bekommst, oder vielleicht auch erstmal gar nichts bekommst, sondern dass sich erst später rentiert. Wenn du dafür bereit bist, das zu tun, dann kann ich sagen, dann hast du gefunden, das, was du machen willst. Weil sehr geil. Du machst es, ohne dass du Geld dafür bekommst. Du machst es, obwohl du im Prinzip kein Schlaf und kein Essen bekommst, ne? Sogar da entzogen wird, in Anführungsstrichen. Also, dass du erstmal Opferbereitschaft zeigst. Sehr cool. Ja, ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man sich dahin bewegt, in dieses Thema Zweck der Existenz, weil, sagt das Wort ja schon, Zweck der Existenz, also wir haben ja irgendwie einen Grund alle mitgegeben, ob Gott, Universum, wie auch immer wir das definieren möchten, dass wir einen Sinn finden wollen. Das haben wir ja alle. Nur leider betäuben wir uns natürlich oft mit dem ganzen Konsum. Ne?
Ich habe noch eine letzte Frage, ich muss kurz hier vorne wischen, weil das Display wird dann immer ein bisschen dunkel. So. Und zwar, um nochmal so einen letzten Mehrwert mitzugeben, so einen richtigen, den man auch greifen kann für meine Community hier. Was würdest du jungen Menschen, oder auch nicht jungen Menschen, ist ja egal, wie alt die Leute sind, zu machen, um ihren Zweck der Existenz sozusagen zu finden? Also kann ich im Prinzip nur das... Ich kann nur das vermitteln, was ich auch den Menschen, jungen Menschen vermittle oder anderen Menschen vermittle, mit denen ich arbeite, genau, wo wir das machen und was ich auch selbst erlebt habe. Also ich bin kein Doktor der Theorie oder so. Ich weiß nicht, ja, Resultatergebnisse daraus. Aber irgendwas Greifbares. Genau. Und das, was funktioniert. Und das, was funktioniert, ist einfach rausgehen, mit Leuten reden. Ne? Also es gibt Leute, manchmal ist es ein Satz, ein Wort, einfach nur ein Blick, eine inspirierende Person, die sagt, geil, kannte ich vorher nicht, das möchte ich machen. Du kriegst dann so eine Inspiration. Mach so viel möglich, wie es geht. Probier, ob es Sport ist, ob es, keine Ahnung, wenn du in die Politik gehen willst, probier das mal aus. Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du nie wissen, ob das was für dich ist, ob du dich da wohlfühlst oder nicht. Versuch halt mal vor Leuten zu stehen und zu sprechen. Nimm halt, keine Ahnung, mach Events, veranstalte Partys. Mach etwas, wo du denkst, das könnte mir Spaß machen. Und du kannst so nur ausschließen, dass du etwas nicht machen willst, weil es gibt vieles, was du sagen kannst, oh, das möchte ich mal machen, das möchte ich mal machen. Ja, das möchtest du machen, weil du vielleicht eine Person gesehen hast, die irgendwas hat oder irgendwelche Eigenschaften oder was besitzt, was dich inspiriert. Ja. Aber das ist die Person nicht das, was sie macht. Und dann gehst du und versuchst es und du merkst, okay, das macht mir gar keinen Spaß. Nur die Person, die das getan hat, hat dich inspiriert oder die zu diesem Gefühl verholfen. Dann musst du gucken, was hat diese Person, was ich nicht habe, das mir dieses Gefühl gegeben hat. Aber wir lassen uns halt oft davon täuschen, ich möchte das und das und das und das und so viel machen. Dabei ist es das gar nicht. Also im Prinzip rausgehen, sprechen mit so vielen Menschen wie möglich und so viele Menschen, die das haben oder schon in der Richtung sind, wo du sein möchtest. Und das Zweite ist, tu so viel wie möglich, um auszuschließen, was du nicht tun möchtest. Sehr geil. Und du hast eigentlich noch eine dritte Sache gesagt. Habe ich das? Ja. Und zwar sei offen für Inspiration. Ach so, ja. Ja. Gut. Das ist die Voraussetzung, klar. Ja, ganz wichtig. Genau. Weil viele sind immer so, ich weiß alles, ne? Tatsache, stimmt. Und wollen es nicht? Du hast es also, das fand ich total toll, wie du es gerade gesagt hast. Also ich habe das so rausgehört und ich finde es eine wichtige Botschaft auch. Seid offen für andere Leute, bewundert die Leute, wenn ihr die wirklich bewundert. Seid nicht neidisch irgendwie, sondern sagt, ey cool, so will ich auch sein und erkundige dich. Was macht der, wie ist der, wieso, weshalb, warum und sei offen dafür auch so zu werden, wenn du es möchtest natürlich. Ich bedanke mich bei dir auf alle Fälle. Danke, sehr geil. In der Infobox hier unten werde ich auch alles noch reinschreiben. Wie heißt es? Show? Wie hast du gemeint? Wo man die Sachen reinschreibt? Show Notes. Geiler Begriff, den nehme ich jetzt auch. Show Notes. Und da wird alles drinstehen, wo ihr einen Icon findet, wie ihr ihn unterstützen könnt, wie ihr ihn folgen könnt, den ganzen Content reinziehen könnt, der echt geil ist. Und ja, bald wird es auch ein Event geben mit uns zwei hier in Frankfurt. Und ich freue mich schon mega drauf. Das wird auch sogar, ich glaube, sogar in dem Raum hier wahrscheinlich stattfinden. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und ja, bitte abonnieren, kommentieren, liken. Daumen runter nehme ich mittlerweile auch sehr gerne an. Diese Energie ist mega. Die macht noch mehr Power, noch mehr Spaß. Also gerne 10 Daumen runter, einer hoch. Passt, alles easy. Und ansonsten, folge deinem Herz. Das ist meine Botschaft. Seid euch treu. Euer Daniel. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.